Okay, herzlich willkommen zurück bei God of War 2. Und ja, wir haben in der letzten Folge haben wir hier ein paar Tempelrätselchen gemacht durch Tauchspiele und allen möglichen anderen Kack. Und jetzt müssen wir diese Barriere hier auflösen. So, und Ah ja, zusätzlich haben wir ja noch irgendwo eine Stimme gehört. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier durch müssen. Ich sehe es mir einfach mal an. Nee, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das war das letzte Mal schon dran und wir haben. Ja, wir müssen hier rauf. Wir müssen hier rauf. So, wir sehen uns mal hier oben um. Hier haben wir das gefunden. Wir müssen jetzt diese. Ah, ich verstehe. Okay, oh. Wir müssen das Ding hier hochfahren und dann möglichst schnell nach oben und das goldene Vlies dazu benutzen, den anderen Strahl auch noch abzulenken. Okay. Ach so, die hat kein Schild in der Hand. Toll. Das würde, glaube ich, aber auch noch nicht reichen. Hoppala. Ja, komm hoch da. Sind zum Glück nicht schädlich, diese Lichtstrahlen. Ah, ihr schon wieder. Naja, Klatsch. Oh, lass mich die Truhe öffnen. Ah, noch eine Feder. Okay. Was haben wir hier? Nix. Ganz schön viel. So, hier haben wir auch noch nichts zu suchen, aber wahrscheinlich die Tür da hinten. Die werde ich öffnen. So. So. Mach auf. Und hopp. Oh, ich werde erstmal nachsehen, wie viel. Ah, wir haben es bald. Noch 1000 rote Orbs. Oh, nee. Nicht ihr schon wieder. Au. Okay. Okay, ich bin ein bisschen eingerostet. So, Flatsch. Er weicht ganz schön stark aus. Eigentlich nur zum Feiern. Oh, er ist dein Spielkameraden. So. Erledigt. Schon wieder einer. So, hoppala. Du lässt uns schön in Ruhe. Oh, das braucht noch ziemlich lange. Ja. Gut. Hätten wir die auch weg. Was ist das hier eigentlich? Eine Riesenkette. Okay. Wahrscheinlich zu den Riesenpferden. Gut. Öffnen wir die grüne. Schon wieder einiges verloren. Aha. Okay, hier müssen wir als Krazahn wieder rüber. Wow. Und hopp. Oh, Leo. Schon wieder hier. So. Platsch. Hier wird jeder mitgenommen.
viel kommen denn noch? Mehr. So. So, ich hoffe, das war's jetzt. So. Gut. Ah, es bauen sich Wurzeln auf und wahrscheinlich müssen wir die Zeit verlangsamen, damit wir nicht zu schnell zurückwachsen. Okay. Da unten haben wir noch eine Kiste. Ich muss mal, ja, dass ich hier runter kann. Noch eine Feder. Ui. Bisschen ungewöhnlich, dass die Magie jetzt hier mal näher dran ist. Kann auch sein, dass ich irgendwo Kisten vergessen habe. Oh nein. Ich sage, ich hätte... Alles klar. Alles klar. Ich hätte gleich links über die andere Wurzel weiter gemusst. Ui. Deswegen auch verlangsamen. So, gleich links weiter. So. Jetzt hier rüber. Okay. Was wollt ihr denn? Wow. Ihr geht mir auf die Nerven. Hässliches Gegröße. So. Flatsch. Doppelflatsch. Ah. Ah, jetzt können wir nach links weiter. Okay. Wieder verlangsamen und rüber. Hopp. Mistviecher. So. 9000. Hm. Fehlen noch 500. So. Und jetzt weiter nach links. Hopp. Wow. Okay. Läuft doch ganz IO. Die brauche ich nicht. Kann ich noch ignorieren. Boah. Uppa. Nein. Diese Tür war der einzige Ausweg. Jede Prüfung habe ich bestanden auf der Suche nach den Mäuren. Und nun machst du alles zunichte. Du wirst deinem Ruf einfach nicht gerecht, Geist Spartas. Doch, vielleicht ist dies eine Prüfung. Beobachtet ihr mich, Mäuren? Gebt mir ein Zeichen! Soll ich, der große Perseus, diesen gefallenen Gott töten, damit ihr mich empfangt? Kann ich damit meine Liebste aus den Fängen des Hades zurückholen? Der Quatsch mit dem Wind. Wenn nicht, so wird mir zumindest der Ruhm zuteil, den mächtigen Kratos getötet zu haben. Den Göttermörder. Obwohl ich glaube, dass ein Narr wie du kaum solch einen Titel verdient. Toll. Oh. Toll. Erst Prometheus, dann Theseus, jetzt Perseus, ein Haufen Euses. Und doch, die mache ich platter. Ich mache die platter als ein Diskus. Diskus. So, wo ist der? Ah, ich sehe ihn. Kann ein bisschen an den Spuren im Wasser erkennen, aber... Ah! Feigling.
Hier bin ich. Einfach einen großen Bereich abdecken. Hier drüben. Los jetzt. Hier bin ich. Ah, das ist ein bisschen blöd, den hier zu finden. Ah, jetzt habe ich dich. Hey. Hier bin ich. Komm doch. Wieso kann man den nur so kurz greifen? Das ist doch zu quatschen. Los, komm her jetzt hier. Hier drüben. So. Los jetzt. Nichts mehr mit unsichtbar. Eine feige Nuss. Dann ist eben Perso ist auch noch dran. Fehlt nur noch, dass Jason hier auftaucht und sein Fließzeug hier war. Der ist ja nun, glaube ich, schon gefressen worden. Sollte ich vielleicht mehr Gebrauch davon machen, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Perseus. Mann, wie viel hält denn der noch aus? Okay. Mann, das gibt's doch wohl nicht. Werde ich eben mal darauf zurückgreifen müssen. Kein Schwert mehr. Uiuiui. What the fuck was that? Nein. Der hat immer noch so eine Art Sonnenschild. Das ist ja widerlich. Und seine Schleuder. Das ist fast, als würde man gegen so einen Marvel-Held antreten hier. Allen möglichen Scheiß zur Verfügung. Los, komm her, du feige Nuss. Ne, Mann. Ey, ist das der Wahnsinn? Wie viel hält denn der noch aus? Ich will jetzt hier nicht noch drauf gehen.
Okay. So, hab ich dich. Ja, trink Wasser. Flatsch. Lass die Wut der Titanen deine Klingen stärken. Das sah auer aus. Dann habe ich den Sonnenschild für die Statue. Oder Perseus Schild. Gut. Bossparade 2. Mann. Oh, ich bin wieder geheilt. Okay. Oh Mann. Übel. So, Statue, du darfst den Schild kriegen. Bitte schön. So. Jetzt geht's nach oben. So, jetzt schnell. So. Gut. Endlich kann ich weiter. Treppe rauf. Nochmal Treppe rauf. Gut, wo komme ich diesmal hin? Aha. Da sind ein paar Kisten. Ja. Ah, ich verstehe. Muss irgendwas entgegenwirken. Ui. Das lasst ihr schön bleiben, wollte ich sagen. Mistviecher. Wasser. Okay, nichts zu entdecken hier. Schade. Geheilt bin ich noch. Hier geht's nirgends hin. Ui. Aha. Wo geht's hier hin, ne? Zu dem Hebel, ich verstehe. Ach, guck mal an, wer da liegt. Die Flugbestie mit dem Reiter, der diesen komischen Speer hatte. Ja, damit. Schicksalsspeer. Bescheuerter Name. Ja, eine schöne Wirkung. So. Okay. Diese Statue müssen wir umdrehen, damit sie auf die Brücke zeigt.
Und dafür ist dieses Ding wahrscheinlich gut. Ja. Aber sie ist noch zu was anderem nütze. Das sehen, die zeigt gerade nach links. Wir können sie einfach mitnehmen. Einfach um die farblosen Kisten noch zu kriegen. Und ja, das tue ich jetzt noch. Egal wie lange das jetzt noch dauert. Ich glaube, einmal drehen hätten wir es trotzdem noch können. Übers Wasser kriegen wir die wohl nicht. Ach, na schön. Na schön. Das ist ein Witz, oder? Pff, toll. Kann ich es auch nochmal schieben. Okay, also einmal umdrehen. Gut. So. So sieht's gut aus. Und schubs. Gut. So, schön hier stehen bleiben. So, dann kann ich sie von hier aus aktivieren. Oh shit. Das war, glaube ich, nicht so gut. Komm, 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 komm. Nein! Scheiße! Na gut. Ist eben so, wie es eigentlich vorgesehen war. Noch eine Feder. Eine der Urnen. Schön. Und hier ein Auge, oder? Ja. Ah, wir haben mal wieder alle Gorgonenaugen voll. Sehr erfolgreich. Gut. Müssen wir das Ding aber wieder zurückschieben. So, rauf hier. Mann, Kratos, du bist ein Halbgott. Kannst du das Ding echt nicht schneller ziehen? So. Einmal drehen, bitte. So. Jetzt steh da hinten rum. Genau. Zeig schön auf die Brücke. Gut. Können wir ja jetzt... rüber. Ja, so würde ich sagen, los geht's. Okay, Durchquerung der Ebene. Ja, diesen netten Parcours hier mache ich aber erst beim nächsten Mal. Hier mache ich einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, tata!